Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Let's Play Transport Fever hier beim Südostmaradischen Fernsehen. Ich bin Cedric Elsters und heiße euch herzlich willkommen. Wir sind wieder im Jahr 1879. Das hat folgenden Anlass. Ich habe ja die Welt ein wenig zugrunde gespielt. Möchte am Anfang, weil ich einen sehr niedrigen Millionenstand habe, mich erstmal nicht auf die Güterstrecken, die mir damals versucht haben, mir anzulegen, spezialisieren. So, da diese Strecke jetzt keinen Sinn ergibt, werde ich sie jetzt auch erstmal wieder deformen. Das bedeutet, dieses Schiff versuche ich jetzt in dieses Depot zu schicken. Ich tue mir jetzt extra auch mal die schiffbaren Bereiche anzeigen. Zack. Ja, das sieht knapp aus. Also das sieht schon knapp aus. Aber da hier auch schon, also müsste eigentlich problemlos funktionieren. Wir gucken mal ganz kurz das Schiff an. Gucken wir auch mal in die Details. Ja. Macht schon Plus, aber dann gucken wir noch mal hier rein. Fahrzeugliste. Das ist wir haben die ganzen Schiffe schon gebaut, also die Schiffe sind hier hinten auch schon. Ja, da gibt es ja die Bahnstrecke hier auch schon. Genau. Da tun die mal aufhören zu produzieren und ich schicke die alle mal ins Depot. Weil das wird nichts. So, oder kann ich auch schon mal auf 1 drücken? Also zurück ins Depot, unterwegs ins Depot, das klappt doch schon mal. Der ist auch unterwegs ins Depot. Der auch. Der bitte auch. Der bitte auch. Und der. Zack. Und hat man den schon? Nee. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Machen wir das erstmal. Einen Zug haben wir jetzt noch nicht draufgesetzt, ne? Doch, haben wir. Der fährt mal bitte ins Depot. So, sonst ist ja weiter nichts, ne? Ne, sonst ist ja weiter nichts. Wir kümmern uns jetzt um die Schiffe. Ab ins Depot. Fehler. Weg zum Depot kann nicht gefunden werden. Warum bloß? So, ich lasse mir jetzt nochmal die schiffbaren Bereiche anzeigen. Und setze dieses blöde Depot genau dahin, wo es das Ding haben will. Guck mal, und da geht das Ding jetzt ja wieder weg hier. Pass auf. Und jetzt. Oh, herrlich, wie das funktioniert. Super. Warum? Okay, das Problem ist auf jeden Fall nicht weg. Ich habe den Support auch angeschrieben. Ich möchte ja kein Schiff kaufen. Ich möchte das Ding einfach wieder abreißen. Hat eh keinen Sinn. Vor allen Dingen. Hier. Guck mal, hier haben wir es hingestellt und hier war auch ein grünes Dreieck. Grünes Quadrat. Ist jetzt weg. Super. Ja, das steht jetzt. Also machen wir zack und zack. Und dann fährt es auch wieder weiter. Aber irgendwie, ich möchte die nicht haben. Ich möchte die nicht mehr haben. Ging das mit denen genauso hier?
Ich möchte die einfach nicht mehr haben. Guck mal, die haben zwar jetzt eine Produktion, aber die können das ja nicht wegmachen hier. Der braucht ja das. So, der braucht Stahl und Holz. Und dieses Holz, das wird uns zum Verhängnis werden wieder, wenn wir jetzt hier anfangen. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das einfach nicht. Deswegen werde ich diese Linie auch komplett verkaufen. Auch wenn ich hier dazu die Bahnhöfe abreißen muss. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch machen. Und zack. Es ist mir Schnuppe, was die Boote jetzt machen. Die können vor sich her gammeln. Fahrzeuge im Wege, schön. Aber hier werde ich das nicht mehr hinpflanzen. Oh, und hier geht auch alle ins Depot. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Du ebenfalls. Und du ebenfalls. Alle ins Depot. Die müssten ja hinten eigentlich schon im Depot sein. Genau. Wenn ich von oben anfange, ist es genauso. Zack, zack, zack. Und das Geld, das fließt. Da haben wir jetzt auch weniger Umkosten erstmal. Und der Zug vor allen Dingen, der wird jetzt richtig was bringen. 3 Millionen haben wir jetzt schon. Super. Wo ist denn der jetzt bitte schön unterwegs? Nirgends. Wenn ich mir die Linie anzeige, existiert die ja nicht mehr. Weil der ist jetzt auch stehen geblieben. Ich möchte dafür einfach keinen Unterhalt mehr zahlen. Da blockieren die Schiffe eben hier. Macht das ja. Fahren wir weiter. Ich möchte hier gerne das Ding abreißen. Boah. Ha. Das gibt es noch nicht. Ich muss mir dringend eine neue Maus kaufen. Das ist absolut. Komm, fahr weiter. Wartest du jetzt, bis der in diesem Bereich ist? Pass auf, und wenn der jetzt hier vorbeigefahren ist, sagt der kein Weg, weil die Linie nicht da ist. Der bleibt jetzt extra mit seinem Arsch hier drinnen. Oh. Ich könnte Mäuse melken. Ich möchte nur diesen. Guck mal, Fall. Hä? Warum? Fährst du jetzt weiter? Jetzt fährt er wieder zurück. Du fährst jetzt wirklich wieder zurück? Warum? Ja, da gammelt hier rum. Hier, da mache ich aber auch auf Anhalten und der ja auch anhalten. So, er gammelt jetzt hier rum. Und. Ja. Das Schiff steht hier. Ja, kein Ziel. Ja, ich halte das mal an. Dann. Ach so, im Hintergrund hört jetzt eventuell ein paar Geräusche von draußen. Ich habe das Fenster bei mir auf, sind zwar minus 1 Grad, aber.
kann man ja mal machen. So, wir gucken jetzt mal hier drauf. Wir spezialisieren uns erstmal hier drauf. Und hier fahren 80 von 80 mit. Das ist doch super. 35 von 80. Und ich muss ja erstmal gucken. Die in der Kattelhof und die in der Sobruck hier oben. Super. Guck ich erstmal hier auf die. War das hier? Genau. Wo sind die Züge? Fahrzeuge? Zug. Alfhausen Kattelhof. Ach, der ja. Ja. Ist doch gut. Es sind zwei Züge drauf. Ein Takt von 5 Minuten. Und macht Plus. Der macht auch Plus. Der macht auch Plus. Plus. Leichtes Plus. Was ist das ja? Hilst Valmo. Er ist aus 17 Jahre erst Erster. Das ist schon allerhand. Er hat einen Takt von 19 Minuten und das ist berechtigt. Ja, dass er da Plus macht, das freut mich dann. Der macht auch Plus und da fange ich eine Busse an. 10, 50. Okay, wir müssen hier ein bisschen umbenennen. Zug? Wir machen das mal mit Zug. Wir können jetzt dort vor. Das ging ja bei Tränenfieber nicht. Zug. Zack. Da sortieren die sich nämlich automatisch. Ja. Sie sortieren sich automatisch. Ich glaube nicht, dass sie sich automatisch sortieren. Weil, wenn man hier unten guckt, ist ja auch die. Ne, ich glaube, da muss man hier drauf klicken. Dass das auch sortiert nach. Hier, Linien. Nach Buchstaben. So, die hier, die ist weg. Wir machen das jetzt am schlechtesten. Da muss man die andere Grafik gucken, ne? Hier, zack. Genau. Aber hier geht das ja auch nicht, ne? Zack. Ja, schade. Die Linie an sich, ne? Können wir auch nicht löschen, logischerweise. So, da haben wir ja unten irgendwo. Genau, die Linie. Die können wir löschen. Und die können wir löschen. Die können wir löschen. Noch irgendwas? Nee. Aber guckt, und die Millionen gehen wieder in die Höhe, ne? Also das freut mich auf jeden Fall. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wo wir ein bisschen auffrischen. Und mir wurde auch ans Herz gelegt, auch von ein paar Freunden von mir, ich sollte, wenn ich Industrie mache, mit dem Öl anfangen. Das ist somit das Leichteste, was nicht so viele Verbindungen benötigt. Das werde ich auf jeden Fall auch tun. Das war es jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Transport Fever mit den Cedric Aesios. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.